Bisher bei The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Wir näherten uns dem Gerudetal über die Dickdock-Hängebrücke, wo wir neben weiteren Crocs auch Ruinen der Sonne fanden. Außerdem begegneten wir dort den Reisenden, denen wir im Gerudetal bereits geholfen hatten. Danach teleportierten wir uns zum Stall der Schlucht, um dort ihren Bilderrahmen zu überprüfen. Vielleicht schickte uns der Stallarbeiter Piaf auf die Suche nach dem lachenden Brillenfelsen, in dem er gerne ein Bild aufhängen würde. Uns ging es deshalb hoch in den Himmel, wo wir aber erstmal den Rakasho-Gurschrein aufsuchten. Abwechslung gab es dort mal Licht raussägen, stattdessen durften wir mit Spiegeln das Licht richtig reflektieren. Danach entdeckten wir vor dem Schrein auch den lachenden Brillenfelsen, den wir direkt fotografierten. Das Bild ließen wir auch im Stall aufhängen, doch es wartet noch ein weiteres Motiv auf uns. Mäusefreunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ich stehe hier wieder auf der Himmelsinsel, die wir letztes Mal schon betreten haben, direkt vor der Truhe hier, die wir, ja, noch nicht öffnen konnten, weil ich da nicht hinterkam, wie man das Rätsel hier lösen muss, aber ich habe es mittlerweile rausgefunden. Allerdings eher durch Zufall. Mal ab, Damien, Nero, danke. Es ist halt doch Sonnenlicht einfach. Wahrscheinlich muss das Licht auch richtig stehen. Dann geht's auch recht gut. Ich hätte es jetzt anschrägen können noch, dann wäre es auch gegangen. Hätte ich so hochhalten müssen, ne? Im Pfosten wäre es auch besser gegangen, definitiv. Und ich gehe immer noch von aus, dass ein Wille der Weisen drin. Wenn nicht, dann bin ich ein bisschen enttäuscht. Vielleicht ganz ehrlich. Da ist er. Sehr gut. Immerhin. So, haben wir drei davon. Sehr gut. Dann, meine Freunde, was hätten wir noch zu tun? Hier war noch mehr Himmelsinseln, ne? Da hinten war noch was, genau. Sind die weiter oben oder sind die weiter unten? Wo gucke ich überhaupt hin? Da unten sind die, ne? Dann gehe ich doch nochmal ein Stück nach oben weiter. Die von da aus darüber, glaube ich, einfach. Muss doch eigentlich reichen. Mit Tunins Winden. Na, hier habe ich einen Spiegel wieder geholt. Und die. Habt ihr gesehen, wo ich die hergeholt habe und so die Sachen? Weil es hat nur weniger Sachen, da waren die alle wieder quasi neu gespawnt sind, da wo sie vorher waren. Was hat da für eine Insel? Ist das ein Sonanium? Sonaniumquelle? Sieht ein bisschen so aus. Gehen wir mal darüber, würde ich sagen. Weil es hat nur Gesichter hoch. Reicht das überhaupt? Vielleicht wäre ich besser mit dem Katapult dran gewesen oder so, aber egal. Wenn es nicht reicht, dann muss ich halt einen anderen Weg finden, da hinzukommen. Sieht auf jeden Fall interessant aus. Aber was ich auch gerne machen möchte eigentlich, entweder weitere Höhlen in der Gerudo-Region erkunden. Oder sogar das Bild für den einen Stall machen noch. Ich muss mal gucken, ob alle Ställe so Bilderrahmen haben oder nur der Stall da. Ist auf jeden Fall eine Sache, die wir nochmal überprüfen müssen, mal an den Stellen. Habe ich auf jeden Fall schon mal aufgeschrieben. Werde ich wahrscheinlich trotzdem immer dran denken. Das sind hier die Donnergoldinseln, oder? Unter mir ist eine Insel. Okay, da komme ich vielleicht von da auch hoch wieder. Das ist auf jeden Fall Gamma Blockkonstrukt. Blockkonstrukt einfach. Ich weiß nicht, ob es Gamma ist, aber gut vorstellen. Ist hier noch ein Schrein? Hier ist ein Schrein. Ist aber scheinbar noch nicht aktiv. Kann das? Direkt hier? Nee. Ist direkt unter mir? Ist in der Richtung, da hinten vielleicht einfach. Darf er da was machen da drüben? Kann gut sein, ne? Okay, da komme ich rüber mit dem Katapult. Dann machen wir erstmal hier wieder Kapseln untersuchen, ne? Kapseluntersuchung. Und zwar mit den Sonar-Energiesphären, mit den normalen. Wir haben jetzt genug haben. Zack, so. Haben wir alles hier rausgekriegt? Yes. Raketen gibt's hier sogar, sehr gut. Ach, da ist er schon, ich sehe es, da ist ein Kristall. Der mal wieder fehlt. Spricht dann leider wieder dafür, dass es ein raues Segenschrein sein könnte. Im Jindoka-O-Schrein, so heißt er, der Gute. Man sagt mir erstmal, wo der Kristall ist, da können wir dir besser helfen, glaube ich. Was ist denn das eigentlich für ein Gebilde da? Brauchen wir das vielleicht? Oder einfach hier hinter oder so? Bestimmt, oder? Ich kann mir vorstellen, dass es echt hier in der anderen Richtung ist. Ja, tatsächlich, da lang. Was ist das hier? Achso, kann ich das drehen irgendwie? Was sein? Oh ja, ist ja geil. Ach, so machen auch, ne? Oh, das ist eine Truhe. Warte mal. Master Shell ist zurück. Komm ich da ran von hier aus? An die Truhe? Nein, komm ich nicht.
Oh, warte mal, das ist doof. Sollte vielleicht nicht so drehen. Wo ist die Truhe hin? Hängt da. Also warte mal, dann kann ich doch, vielleicht den hier machen, warte mal. Oder nicht? Die Truhe. Wird doch ran, oder nicht? Ich jetzt einfach nach oben noch drehen? Muss ich wieder rüberkommen. Ja, guck mal, so haben wir doch quasi. Ja, warte mal, stopp. Ich gerade schon zufällig richtig habe. Um da ranzukommen. Dann holen wir erstmal die Kristalle eben rüber, oder? Gar nicht darum gekümmert, dass wir die Kristalle kriegen und trotzdem alles richtig gemacht. Auch geil. Ich feiere es gerade irgendwie. Unbewusst zur Lösung gefunden. Oder mit anderen Worten, das Rätsel ist eigentlich für Deppen. Wie mich. Ja, eigentlich Rätsel ist ja die Truhe da tatsächlich, ne? Ja, ich auch gerne. Ich glaube, ich kann es auch nach oben drehen jetzt, oder? Dann haben wir doch hier quasi. Genau, dann haben wir die beiden. Ja, wobei ich muss ja darauf kommen. Irgendwie auf das Ding. Das ist das Problem. Wir bringen den erstmal weg, den Kristall, komm. Die Truhe können wir gleich noch holen. Danach. Bevor da gleich irgendwie wieder neu spawnt hier, wenn ich irgendwie zu weit weggehe oder so. Dann haben wir das schon mal abgesaved hier. Bitte schön. Aber ich gehe jetzt nicht direkt rein in den Schrein. Das war jetzt nicht der Plan. Ja, erst die Truhe und dann der Schrein. Trotz allem. Der Schrein, der rennt jetzt nicht weg. Wir können uns jetzt jederzeit hier teleportieren. Das ist ja nicht das Problem. Du. Mal gucken. Nee, da. Ach, guck mal, da sind Löcher drin. Scheiße. Jetzt weiter drehe. Muss doch irgendwie, wo ich gerade mal an die Truhe ankomme, da. Irgendwann. Ich kann nicht ewig da verstecken. Kann ich schon öffnen so? Diese Scheiß. Muss ich also dann abmachen. Mal bitte wieder hoch. Danke. Okay. Zieh mal hier hängen. Ganz ehrlich. Wo ist der denn? Da kommt sie. Ach, die hat hier so hin und her geschwungen, ne? Da noch ein Stück bitte. Reicht, danke. So, ich würde nur das Seil noch da eben drin, die Ranke. Da ist eine alte Karte drin, das hat sich wohl gelohnt. Und da ist sie, okay, da waren wir schon mal in der Gegend. Ja, aber zumindest haben wir die Wurzeln entdeckt. Da schon mal waren, ist eine andere Sache. Gut, dann können wir jetzt in Ruhe den Schrein machen, nochmal nach Cox gucken. Im Katapult dann, ne, wahrscheinlich am ehesten. Mal gucken, was hier so drin ist. Ja, da überrascht mich tatsächlich nicht, dass hier Rauchsegen drin ist, mal wieder. Aber so ganz und gar nicht. Okay, halb so wild. Ein Diamant. Damit haben wir 10. Das ist gut. Also wir können die 10 entweder nutzen, dann bräuchte ich aber noch 3. Ich habe keine Sorge, jetzt mal gucken, wie ich das mache. Um Kohle zu verdienen in Geronia. Bei Isira Mella hat der Gerudo auf jeden Fall die Edelsteine kaufen will. Aber ich dachte, das hat auch eigentlich Zeit, ne? Hier verlassen wir erstmal den Schrein und erkunden weiter die Himmelsinsel hier. Und was wir jetzt hier noch als erstes machen, ist unten dem Konstrukt Garaus. Ich kriege jetzt erstmal einen aus dem Maul. Einfach nur da, weil er da unten so rumläuft und meint, er wäre der Macker. Was ist er denn? Da. Ich mach jetzt erstmal platt, den Kollegen. Kann ich hier einfach stehen und der sieht mich nicht? Okay, hab ich gesehen. Macht der. Der Arsch. Nee, kein Amiibo, hallo! Ich nehme jetzt meine Waffe hier, ich hab nicht mehr so gute. Ah doch, okay, alles gut. Miasma-Schaden, da kommt niemand das hier einfach. Ist Miasma-Schaden da, auch der geht schon kaputt, der Kollege. Ja, die Truhe hat bestimmt. Hat die einen Willen der Weisung oder eine alte Karte? Eins von beiden bestimmt.
Ich muss mir das gut vorstellen. Mal gucken hier. Eine alte Karte, okay, das ist völlig okay. Wir haben ja gerade erst einen Willenerweisen gefunden. Da unten, okay. Was ist denn echt dafür eine Markierung da unten gewesen? Die Schwertmarkierung da. Achso, Schmiedkonstrukt, ja. Ich mal die Wurzelfinder. Wir haben einen Gessertempel, ne? Glaub ich irgendwas. Wow, Kollege, mach mal halblang. Bin ich auch komplett. So, danke, Leute. Die Hilfe. So ein Beta-Lock-Konstrukt, ich glaube, deswegen geht das gestorben. Ja, muss ich hoch. Bisschen hinterherkommen. Oh, oh. Hey, was soll das, Kollege? Zack, kaputt. Gut gesniped, den Kollegen. Aber die Sphären nehmen wir mit. Die Sphären haben wir doch erst verballert quasi gerade. Bei den Kapseldingern. So, okay, ich hab dran packen noch. War bitte nicht dran. Hier einfach dran, würde ich sagen. Hat ein bisschen stärker die Waffe. Ist hier sonst noch was? Eine Truhe oder so? Einen Schrein erwarte ich jetzt hier nicht mehr in der Nähe der Himmelsinseln hier, aber. Nach der Truhe, wir gehen jetzt eh wieder direkt hoch. Bin noch nicht fertig hier. Ich werde nicht gucken, wie hoch ich teleportiere. Ich würde gerne wissen, wie man eigentlich da hochkommen soll. Dass man da nicht hochfliegen kann, weil man Tunin oder so nicht hat, weil man ja dann hier landen muss noch. Aber einfach hier mit dem Heißluftballon scheinbar hoch, ne? Halt, 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 halt. Ich von der Falschheit kacke ich jetzt, ey. Ich wechsle da sogar, wo wir gefunden haben, nochmal. Bei dem, Walnuss da. Mit seinem Rätsel da. Da geht schon ganz schön gut nach oben, ne? Ganz schön ein Stück. Warte mal. Ja, da ist zu weit weg, ne? Das ist ja ganz da hinten. Ne, okay, ich wollte gerade sagen, komme ich da nicht sogar dahin, aber nee. Da wird die Ausdauer nicht reichen am Ende des Tages. Da ist immer eine Truhe. Oh, kommen wir da ganz hoch? Da bin ich auch noch hin, stimmt. Also ich hab die Energie dafür reicht. Im Zweifel habe ich Sphären. Ich habe mir Batterie mitgenommen, scheiße. Im Nachhinein. Das müsste reichen eigentlich, ne? Ist doch glaube ich schon da, ne? In der Richtung. Wenn ich da nämlich hingehe, dann ist da nichts. Wenn ich da hingucke, ja, da ist er was. Ja, ist recht locker. Das sieht halt aus, als wenn da so Uraniumbrocken drin, ehrlich gesagt, ne? Das ist immer nicht tiefer angezeigt. Das reicht, Leute. So. Rüber da. Die sind auch so nah an den Brocken, ne? Wie es aussieht. Die machen auch noch kaputt, natürlich. Schon mal hier sind. Noch eine alte Karte. Geil. Hat sich immer mehr in den Untergrund zu gehen, mal. Da oben, in Hebra. Das ist eigentlich ein Grund, erst die Himmelsinsel komplett zu erkunden, ne? Vielleicht sogar allgemein Stoff. Erst die Himmelsinsel komplett abzuschließen. Dann Oberfläche und dann Untergrund oder so. Oder erst irgendwo, dann Oberfläche noch. Naja, oder dann einfach einen guten Mix finden, ne? Ich dachte nochmal irgendwo hin muss, wo ich schon mal war, dann ist das eben so. Das sind Leuchtsteine. Ist gar kein Sonanium hier. Gut, ich weiß natürlich Sonanium, ja, jetzt, ne? Könnt ihr gerne schreiben, ob ich blöd bin oder ne, da ich blöd bin. Sonanium gibt's ja nur im Untergrund. Aber es sah aus, als wäre so. Ja, du bist Leuchtstein. Ja, genug, den zu sammeln. Und da sind auch Edelsteine hinter, ne? Wollte ich vergessen. Ja genau, Sonanium wächst ja nur im Untergrund, ne? Weiß ich schon. Nicht komplett blöd, ne? Da war ich schon, da hinten wollte ich noch hin. Eigentlich per Katapult. Ich mach's trotzdem per Katapult, weil ich hier noch gucken will, ob hier noch ein Kock ist in der Ecke hier. Ist nämlich auch nicht ausgeschlossen. Nicht ist da hinten auf jeden Fall irgendwo einer. Ich weiß ja, wie ich trotzdem wieder hochkomme, im Zweifel, wenn ich das nochmal brauche jetzt hier. Warte mal, nur die eine Insel ist höher, ne? Ne, die auch, okay, wollte schon sagen. So, Kockmaske schickt hier nicht aus. Dann fliegen wir jetzt darüber.
Dann versuchen darüber zu fliegen, sagen wir lieber so. Besten zu dir da oben, oder? Noch irgendwie geht. Ja, da hätte ich echt hinfliegen sollen, glaube ich. Aber warte mal, welche Insel? Das ist ja eine Himmelsinsel, da komme ich glaube ich nicht hin. Also, ich soll da nicht hin, sagen wir lieber so von hier aus. Aber da müssen wir auch noch mal gucken, da sind auch noch einige Cocks, glaube ich. Ja, auch noch alte Karten und so. Nehmen wir jetzt noch die Inseln hier mit, da ist... Nydra? Was ist der Weißdrache? Der Weißdrache, okay. Und der fliegt ja mittlerweile auch tiefer, ne? Als früher. Gibt's hier einen Krog? Oh ja, bestimmt gibt's hier einen Krog. Ist wieder so eine Scheiße. Wasser ablassen. Was geht hier vielleicht sogar noch? Diesmal. Halt. Muss doch gehen, oder? Kann hier liegen? Brauche ich noch einen? Hier noch einen fällen oder so? Machen wir das doch einfach. Macht der ins Wasser? Nein. Wir haben doch hier noch eine Axt, ne? Genau, eine Hinox-Axt. Ist da nichts anderes rausgefallen? Das müsste reichen, oder? Was hat denn da für ein Stein? Achso, für eine Axt. Ja, Sache. Das Wasser soll einfach nur abfließen. Ist auf dem Trocknen gleich, ne? Da ist doch eine Truhe drin. Ich hab nur nicht sehen konnte, oder was mit der Hand? Kurzer Zauberstab, okay, kann hier drin bleiben. Nicht dich mit. Scheiße, die Fische sind doch nicht am Trocknen. Da ist ein bisschen Wasser drin. Oh, alte Ravana wieder. Von wegen, die wachsen nur bei. Also auf der Oberfläche. Wenn die nur bei den Sokos rum, ne? Aber an sich gibt's die häufiger. Noch was drin? Interessantes. Noch eine Truhe drin. Ja, wisst ihr, was ich jetzt gleich mache? Das war nicht mein Plan. Ich muss das nochmal hochhalten und dann einfach mit der Zeit umkehren. Hat er auch hier die ausgesucht, aber nee, scheinbar nicht. Krieg ich die Truhe nicht auf? Doch. Sorgen. Ein Wille der Weisen, jawohl, da haben wir vier. Da können wir nächsten Willen, die Weisen, nächsten Weisen verstärken. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, hier, ehrlich gesagt. Wer denn da? Zack, Überfall? Echt jetzt? Der hat mich doch voll gesehen oder gehört. Man Krog weiß hier nicht, ne, auf der Insel. Also ich habe zumindest die Maske nicht ausschlagen hören. Gehen wir weiter. Ich doch jetzt hier irgendwo. Abam! Ich muss mich echt mal wieder an den Schild packen, hätte ich gesagt. Eine Rakete. Echt hier ran? Noch ein Schild, den ich nutzen kann dafür. So ein Galschild bestimmt. Das hält ja schon aus. Eine Rakete. Ja, hier ist ein Krog. Da drin bestimmt, oder? Ich tippen müsste. Na, hier einfach drunter. Okay, easy. Der war echt nicht gut versteckt. Muss man einfach mal sagen an der Stelle. Tschüss, Mann. So. Achso, hoffentlich der, ne? Nicht, dass hier noch ein anderer ist. Jetzt hier hinten ausschlägt. Nee, nicht so aus. Ist scheiße, beide Raketen benutzt zu haben, ne? Ich hab da gefühlt, man soll eigentlich nicht hier nach oben kommen. Jetzt sieht es wieder so aus, als wäre es so gedacht gewesen eigentlich. Was hier noch schön ist? Hat Segel auf, Mann. Ist hier noch irgendwas Interessantes oder war das jetzt hier oben? Hab ich den gesehen? Ist der Kollege. Hä? Nicht blind? Da hinten ist der.
Raketen fallen. Danke, Tulin. Ja, man soll eigentlich mit den Raketen hier hochkommen wieder. Hier so liegen. Eine Truhe irgendwo. So, das war... Würde ich die da oben bei dem... Becken da, oder? Ich will mal kurz gucken auf der einen Insel. Auf jeden Fall höher, ne? Ja, auf jeden Fall höher, nicht auf der Insel hier. So, eine Rakete hoch. Nee, Rakete hab ich gesagt. Da oben. War hier eine Insel? Eine Truhe drauf? Kiefer, ja, hier ist sie drauf. Irgendwo. Zu dünn. Immer noch die, hä? Die hängt da. Deswegen. Ich glaube, ich ab so, ne? Ja, schon mit dem Pfeil machen. Kann der abprallen da? Einfach vielleicht. Den auch noch mitnehmen kann. Sieht nicht so aus, ne? Ist euch kaputt gegangen. Schade. Wollt mir falsch sparen. Einfach. Noch eine alte. What the? Hallo? Und die ganzen alten Karten auf einmal her. Weil ich gefühlt nicht alle gefunden, jetzt nur noch, ne? Da unten in den letzten Eck. Ich meine, soll ich nicht mal einfach mal eine suchen wieder? Kann ich auch mal praktisch nicht. Ja, ich meine, man könnte auch zuerst den Untergrund machen, man weiß da ungefähr so, wo die Wurzeln sein müssen mit den dunklen Flecken, ne? Ich meine, guckt euch das mal an, ne? Hier ist auf jeden Fall, ich weiß ja, also das weiß ich jetzt eh durch die Schreine, die ich schon gefunden habe. Scheinbar, ne, auf der Oberfläche, genau. Ist noch ein Krog, den ich gemacht habe, okay. Dann könnte ich da jetzt nochmal hingehen, aber nee, ganz ehrlich, ich denke mal, ich bin jetzt hier oben fertig, ne? Soweit mit den Inseln, war ich da denn schon? Ich dachte, fliegen wir noch irgendwie hin? Glaube nicht, oder? Wo war das hier, das Ding? Die Raketen. Da drüben, ne? Auf der anderen Seite. Ah, ne, da ist oben. Ich Idiot. Ist schon hochgeflogen. Stimmt. Komm mal runter. Von hier aus. Gut aus, ja. Und ich mit Rakete. Das wäre jetzt geil. Ja, da kommt es. Das ist immer Hammer, ey. GPS-Fähigkeit. Alles doch da, perfekt. Dann kann ich doch einfach rüberfliegen noch. Was hat die gewesen da? Ja. Einfach so. Ich dachte mal hier hoch. Und jetzt schon in die Richtung fliegen gleich, genau. Nee, das soll ich machen. Lieber so nach oben. Schräg. Auf jeden Fall darüber fliegen. Wird ja auch noch eine Truhe da sein. Wieder, ne? Dann Krog. Oder so. Ich brauche nur Feen. Oder gar nichts. Kann auch sein. Truhe ist hier auf jeden Fall nicht. Bisschen Krog. Das war die spannende Frage hier, ne? Da drüben. Da guck ich jetzt nicht so einfach hin, ne? Hier aus. Ich da hochklettern, glaube ich. Das geht. Das geht, ja. Habe ich es hoch? Ne, ich glaube nicht. Hier würde ich jetzt abspringen können, ne? Warum ist auch noch irgendwas? Wie soll ich denn da hochkommen jetzt noch von hier aus? Scherzkekse. Reicht dann Rakete? Ne, ich glaube nicht. Oh, ich von woanders dann hin, okay. Dann da ist auch kein Krog. Dann fliege ich einmal darüber, ob da noch einer ist. Wenn nicht, dann hau ich hier ab. Dann reicht es mir erstmal. Falls hier doch ein Krog ist und ich den jetzt verpasst habe, dann. Ja, komm ich eh nochmal wieder. Bis es dann welche gezielter suche, vielleicht sogar. Da habe ich hingeflogen. Okay, hier sind ja auch Türme, ne? Also, die ich da hochkomme, vielleicht hier der Turm hier zum Beispiel. Ja, komplett woanders hingeflogen jetzt, ey. So, das Schwert, das war, glaube ich, irgendwo hier oben, ne? Am Gerudo-Gipfel. Das wird wohl auf jeden Fall für den einen Stall, dann gehen wir doch da mal hin, würde ich sagen. So, am Turm in der Gerudo-Ebene da. Ja, wir treffen jetzt auch hier, Leute, ist ja egal. Oder ich mal, wenn ich hochfliege, wo das Ding ist, tatsächlich. Vielleicht brauche ich eh noch eine andere Klamotte, ne? Genau.
Waren die gestört? Ja, ich weiß es kalt, Kollege. Ja gut. Das war hier oben drauf, aber... Ich erkenne es gerade nicht. Ich hatte Flammgriok. War es da hinten irgendwo? Nee. Was ist das woanders hingewandert? Das ist der Flammgriok, scheiße. Was hat der Typ hier nochmal gesagt? Dazu. Berggipfel der Geruchebene, ja. Genau. Muss doch da sein, oder nicht? Da, wo der der Frostgriok ist. Das ist halt wieder nicht so gut erkennbar. Schwert. Hä, sieht aus, wäre hier weg. Hätte ich jetzt. Ja, was doch woanders? Ah ne, da steckt's doch drin. Noch, oder? Ja, ich muss den Kollegen besiegen dann, okay. Kein Problem. Lass ich umdrehen, bin ich dann auf die Fresse. Was sieht der nix oder was? Guck, guck. Das hat nicht gereicht. Jetzt aber, oder? Oh ne, der eine Kopf ist noch. Hier ist ein Krog irgendwo in der Nähe. Scheiße, jetzt habe ich ein Problem. Ich muss da hoch. Schnell. So. Habe ich noch zwei Hinterwaffen, eine gute? Ja, hier kommen mit Breitschwert, oder? Ist auch nicht gut gegen die Viecher, wie es aussieht. Weil es Feuer ist. Schnell weg. Und Steck und Bogen eigentlich. Er ist zu schwach. Was heißt, wenn ich das hier mache? Hier auf alle drei Köpfe? Nee, einer auf... Sei Fall auf einen Kopf, leider. Oh nee, einer Kopf wurde auch angeschlossen schon. Da was? Wer denn da jetzt? Hat nur Dreck von den Viechern oder was? Hä? Ja, voll noch nicht gemacht. Im Move. Guck mal an. Was hat viel denn jetzt hin? Unten hin. Ist schon ganz schön gut runtergeflogen jetzt, ne? Ich dachte, hier kommen. Ja, wie der da durchhängt, der ist richtig auf den Rücken geflogen. Der Arme. Tut ein bisschen leid, der Griok. Auch nur ein bisschen. Aua. Quiz umschmeißen. Ein Drecksack. Bogen, bitte. Eingefroren? Nee. Das bringt gar nichts aus der Nähe. Den Bogen. Ich war feile langsam. Tschüss. Tschüss. Der ist immer noch heile, der Kopf. Ich finde Griok schon cool als Gegner, ehrlich, im Spiel. Hat noch eine gute neue Oberweltbosse gefunden. Vor allem bekannte Bosse aus der Zelda-Reihe, finde ich. Das finde ich so geil daran. Das ist nicht mehr so, dass es irgendwie ein neuer Gegner ist, ein komplett neuer. Ich schreibe gleich hier runter, oder? Das müsste doch hier sein Move kommen, oder? Ja. Kannst du schon ein Foto machen von? Ja, aber ich will ein besseres Motiv haben dafür. Weißt du, wir sind mit dem Griok, oder? Drauf. Egal. So reicht. Also mir reicht so. Ja, wo kommen die Dinger denn jetzt runter? Die Frage. So, das kommt erst noch. Ah, irgendwie hochklettern? Hier kommt einer runter. Da auch. Da oben.
hier zu treffen mit dem Schirmbogen. Ist cool. Halt weg, Scheiße. So, mal hoch. Irgendwie kommen. Jetzt weit weg von den Viechern. So, jetzt bin ich gestürzt. Hä, wieso das denn? Habe ich nicht nur einen Kopf getroffen? Das war K.O. Wieso? Ist jetzt K.O. gegangen? Ich muss auf das Schwert oben. Ja, da der Stein, das ist okay. Zelda hat alles mit angesehen. Ich eigentlich verkackt habe. Da ist der Krog, okay. Haben wir ihn auch. So. Hätten wir das. Wir kommen wahrscheinlich nochmal hier hoch irgendwann. Ich wollte jetzt nur den Griok, also eigentlich nur das Schwert holen. Dachte, dass ich den Griok dafür besiegen muss. Hätte ich nicht unbedingt machen müssen. Aber jetzt natürlich noch das Bild weg. Das war da unten, ne? Genau hier. Auf geht's. Warte, guck mal, ich habe jetzt dazu mit den Gerudo getroffen. Also, weil ich das Feuer gesehen habe. Was ist denn hier? Auch eine Aufgabe. Oh, da liegt jemand, dem geht's nicht gut. Mein Voice ist krank und zu schwach, um aufzustehen. Ich muss ihn hier gesund pflegen. Das ist nur passiert, weil ich ihm auf unserer Hochzeitsreise einfach zu viel zugemutet habe. Er war noch nie sehr robust. Als er das letzte Mal zusammenbrach, half uns eine nette Reisende, Medizin herzustellen. Wenn ich seitdem alles über Medizin lerne, was ich nur kann, um ihm helfen zu können, ist es meine Schuld. Ich denke, ich weiß, welcher Zeichen ich herstellen muss. Da bräuchte ich nur ein Griokherz. Aber Ralke kriegt das richtig gut. Aber wie komme ich daran? Ein Griok ist ein grässliches, dreiköpfiges Ungeheuer, das auf riesigen Schwingen den Himmel durchstreift. Deswegen stehen die meisten auch auf dem Boden, weißt du? Es droht offenbar hoch über dem Gerudo-Tal und hält nach seiner Beute Ausschau. Ich weiß da nicht mal, wie ich auch nur an seine Nähe komme. Ja, ich hab's für dich. Mal erledigt. Ist das etwa ein Griokherz? Um alles in der Welt hast du schon eine kostbare Zeit. Gib es mir bitte schnell. Vielleicht kann ich sein Leben retten. Zack, zack. Guck mal, haben wir doch noch eine gute Tat vollbracht. Die ist jetzt vollkommen genesen. Die ich die mit einem Griokherzen angefechte Medizin genommen hatte, waren meine starken Schmerzen weg. Du hast mich gerettet, vielen Dank. Danke dir aus tiefstem Herzen, dass du mir geholfen hast, meinen geliebten Void zu retten. Zack, zack. Bitte, ich möchte, dass du das annimmst. Oh, noch Rubine, geil. Wir haben beschlossen, unsere Hochzeitsreise fortzusetzen. Diesmal werde ich ihm auf keinen Fall zu viel zumuten. Also dann, Savork. Bis dann. Macht's gut, ne, ihr zwei. Schöne Flitterwochen. Das Griokherz abgeschlossen. Achso, ja, erstmal die Aufgabe angenommen und dann abgeschlossen. Okay. So rum. So, dann bringen wir jetzt noch das Bild. Das war auch durch für heute, würde ich sagen. Ich weiß, also das Wesentliche, was ich eigentlich machen wollte heute. Nicht so wirklich gemacht direkt, aber jetzt am Ende halt noch, ne, das reicht ja dann, oder? So, Piaf, zweites Bild für dich, für deinen Stall. Bitteschön. Hier guckst du an. Da. Oh, wunderbar. Das ist genau das Bild, das ich sehen wollte. Ich würde nur zu gerne ein Bild mit diesem Motiv im Stall aufhängen. Darf ich es abmalen? Na klar doch. Vielen Dank. Das Bild ist ja sogar noch größer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich wusste, dass es existiert, aber ich habe es noch nie mit eigenen Augen gesehen. Wirklich imposant. Jetzt brauche ich nur noch etwas Zeit, um es abzumalen. Haha, keine Sorge. Ich bin ein sehr guter Maler. Das haben wir letztes Mal schon festgestellt. Ist das eigentlich. Kommt da drauf an, wie ich anlaber, welche Nummer was ist? Da muss ich immer erst das eine Bild finden und dann das andere. Wusstest du, das passt perfekt zu diesem Stall. Bist du großen Dank verpflichtet, Link. Deine Aufmerksamkeit schreibe ich dir einen Stallpunkt gut. Das ist eigentlich auch keine gute Belohnung dafür, ehrlich gesagt. Aber da, wir kriegen noch ein Gericht wahrscheinlich. Oh, bitte nimm auch das hier an. Das ist eine Spezialität unseres Hauses. Scharfes Pilzrisotto, nice. Immerhin. Dass sich an einem so unzugänglichen Ort befindet, macht den Anblick doch imposanter. Der verleiht mir Mut. Falls du weitere Bilder des großen Schwerts hast, kann ich eines deiner Wahl nachmalen und die aufhängen. Sag einfach Bescheid, wenn du an denkst, eine noch schönere Version dieses Motivs gefunden zu haben. Ich werde kein Bild mehr drauf machen, Leute, das sag ich euch jetzt schon. Da kann ich hier scheinbar doch nicht aufhängen, was ich will, sondern wirklich nur zum Beispiel lachende Brillenfelsen. Wovon man eigentlich kaum ein anderes Bild machen kann, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht mit anderem Wetter noch oder so, das geht bestimmt, aber gut. Leute, beim nächsten Mal gehen wir dann vielleicht mal sogar in die Wüste wieder rein und gucken da noch nach Höhlen. Vor allem noch, wenn die wir nicht gemacht haben. Ich glaube tatsächlich, das Treffsand noch ist, also hier auf jeden Fall als Höhle markiert. Wahrscheinlich auch angezeigt als eine. Ne? Sieht halt da hier nicht diesen einen Höhleneingang, aber gut. Nehmen wir den dafür. Aber für heute war es das hier an der Stelle wieder mal. Ich danke euch fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, also es bestimmt getan hat, wenn ihr noch dran seid, dann lasst doch gerne noch einen Daumen nach oben da fürs Video. Und hier rechts verlinke ich euch ein schönes Video.
wo ihr gerne draufklicken könnt, wenn ihr Bock habt. Falls nicht, auch nicht schlimm. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Schön mit Öl. Euer Basokasu.